Aktuell gibt es sehr viele Social-Media-Agenturen mit dem Schwerpunkt Mitarbeitergewinnung. Bedeutet, diese Agenturen helfen Unternehmen dabei, Mitarbeiter sowie auch qualifizierte Fachkräfte zu finden, und zwar über Online-Marketing. In diesem Video möchte ich genau diesen Agenturen erklären, was sie konkret machen müssen, um bessere Ergebnisse für ihre Kunden zu generieren. Das bedeutet, ich werde euch in diesem Video Wege zeigen, wie ihr wirklich effektiv für eure Kunden neue Mitarbeiter gewinnen könnt und vor allem eben auch langfristig. Denn gerade hier machen viele Agenturinhaber super viele Fehler und stagnieren deshalb eben gerade mit einer Recruiting-Agentur am Umsatz oder die Kunden sind irgendwie unzufrieden, weil zu wenig gute Mitarbeiter reinkommen oder beispielsweise die Mitarbeiter nicht richtig qualifiziert sind. Bevor ich jetzt aber in den allerersten super wichtigen Punkt komme, könnt ihr an dieser Stelle gerne schon mal den Kanal abonnieren, denn hier kommen wöchentlich Videos zum Thema Online-Marketing, Social-Media-Agentur und so weiter online. Dementsprechend abonniert den Kanal, um wirklich kein Video mehr zu verpassen. Und wenn euch diese Videos gefallen, gebt gerne einen Daumen auch nach oben und schreibt mir gerne eure Videovorschläge hier einmal unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, starten wir direkt rein mit dem allerersten super wichtigen Punkt und auch eigentlich so den größten Fehler, den die meisten Recruiting-Agenturen machen. Der größte Fehler ist, dass die meisten Recruiting-Agenturen tendenziell nur bezahlte Werbung anbieten. Das bedeutet, sie generieren irgendwie einen neuen Kunden, zum Beispiel irgendwie, ja, jetzt ein Handwerksunternehmen, der sucht jetzt einen Mitarbeiter und dann fangen sie einfach an, Werbeanzeigen zu schalten. Und das ist dann praktisch die Dienstleistung. Das mag kurzfristig auf jeden Fall funktionieren. Man kann über Werbeanzeigen kurzfristig und vor allem auch schnell Bewerbungen generieren, aber man schafft dadurch ein großes Problem für dieses Unternehmen. Und zwar das Problem ist, dass du dadurch, wenn du nur Ads schaltest, nur Werbeanzeigen schaltest, um beispielsweise jetzt Mitarbeiter für den Kunden zu generieren, schaffst du eine Riesenabhängigkeit. Das heißt, dein Kunde ist immer abhängig von Werbeanzeigen und dem Algorithmus und er ist abhängig davon, immer Geld ausgeben zu müssen, um Mitarbeiter zu generieren. Und genau das wollen wir ja eben ändern. Was wir machen wollen, ist eine sogenannte Sogwirkung für den Kunden zu bauen. Bedeutet, wir wollen wirklich, dass die Mitarbeiter automatisiert auf das Unternehmen zukommen und anfragen, hey, habt ihr zufällig gerade eine Stelle frei? Wir wollen unbedingt bei euch arbeiten. Denn genau das ist der einzige Weg und vor allem auch der einzige langfristige Weg, der für ein Unternehmen wirklich funktioniert. Und um genau das zu schaffen, muss man eben für den Kunden eine attraktive Arbeitgebermarke aufbauen. Bedeutet, du baust vor allem für diesen Kunden Reichweite auf Instagram und Facebook und sorgst dafür, dass sie erstens eben sichtbar werden und zweitens eben auch als attraktiver Arbeitnehmer wahrgenommen werden. Denn wenn ein Unternehmen wirklich eine gute Brand auf Social Media hat, dann kommen automatisiert die ganze Zeit Anfragen rein. Bei meinem Account beispielsweise bekomme ich täglich Anfragen von Leuten, die bei uns arbeiten wollen. Egal ob bei uns in der Unternehmensberatung, in der Social Media Agentur oder auch in der Reinigungsfirma. Man kann das Ganze dann eben auch noch beschleunigen. Das heißt, wenn man eine Brand aufgebaut hat, kann man wirklich aktive Aufrufe dort machen, auf Instagram wirklich Postings machen, Stories machen, dass man eben dementsprechend Mitarbeiter sucht und somit kann man immer relativ schnell und vor allem komplett kostenlos auch Mitarbeiter generieren. Und das ist wirklich die Lösung, die für den Kunden langfristig am allerbesten funktioniert. Und somit kommen wir dann direkt zum zweiten Punkt. Und zwar zusätzlich kann man dann eben Werbeanzeigen und Ads schalten. Ja, die Werbeanzeigen und Ads kann man dann eben nutzen, um zusätzlich noch mehr Reichweite aufzubauen und dass man eben kurzfristig, wenn das Unternehmen jetzt wirklich dringend aktuell Mitarbeiter sucht, damit man dort natürlich direkt Bewerbungen eintreiben kann. Denn eine Brand, also wirklich Reichweite aufzubauen auf Instagram, dauert natürlich ein bisschen. Ja, das funktioniert jetzt nicht innerhalb von 2 Wochen, sondern wir sprechen hier immer bei unseren Kunden von 6 bis 12 Monaten, wo man wirklich so eine Brand aufbauen kann, dass man dann wirklich automatisiert eben Mitarbeiter generiert kann. Und ein großes Unternehmen ist auch immer mehr interessiert daran, wirklich langfristig lieber Ergebnisse zu erzielen und eine langfristige Lösung zu haben und auch eher in eine langfristige Lösung zu investieren, als eben in eine kurzfristige Lösung. Dementsprechend denkt daran, bietet vor allem langfristige Dienstleistungen an, 6-Monats-Verträge, 12-Monats-Verträge oder auch 2-, 3-Jahres-Verträge mit den Unternehmen und konzentriert euch immer darauf, dem Kunden wirklich langfristig zu helfen.
Wenn dir diese Tipps jetzt gefallen haben und du allgemein mit mir Hand in Hand an deiner Agentur arbeiten möchtest, dann check gerne mal die Links unten in der Videobeschreibung ab. Dort kannst du dich unter anderem für ein kostenloses Telefonat mit mir eintragen. Dann telefonieren wir einfach mal die Tage und schauen uns einfach mal an, wo du stehst und wo du hin willst und was der Weg konkret dafür wäre. Ansonsten, wenn dir dieses Video gefallen hat, gib sehr, sehr gerne auch einen Daumen nach oben. Schreib mir, wie gesagt, dein Feedback und gerne auch deine Videovorschläge, die du gerne haben würdest hier auf diesem Kanal, in die Kommentare. Und ansonsten abonniere spätestens jetzt hier diesen Kanal, um kein Video und keine Tipps mehr zu verpassen.